bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Kennt ihr das? Euch nach etwas so sehr zu sehnen, dass ihr alles dafür tun würdet, damit es geschieht? Dass ihr euch sogar mit euren Feinden verbündet und alles vergesst, was euch zuvor getrennt hat? Lasst eurer Fantasie freien Lauf, denn manchmal kann es geschehen und Träume werden wahr. Little John. Ist bei dir alles klar? Natürlich, sowas ist für mich doch gar kein Problem. Und wie sieht es bei dir aus? Hast du etwas Schwierigkeiten? Mir geht's prima, wieso fragst du? Wirklich? Und warum kletterst du da nicht einfach weiter? Was für eine dumme Idee, den ganzen Weg hier rauf zu klettern. Ich frage mich, wie Bruder Tuck das geschafft hat, so unbeholfen und dick wie er ist. Hat er sich das etwa nur ausgedacht? Was ist das? Um Himmels Willen! Ein Vogel, der sich unbeschwert in den Himmel erhebt! Schaut her, ich fliege! Seht mal, es ist Bruder Tuck! Hey! Zu glauben, wie ist das nur möglich? Robin! Hallo, Little John! Wisst ihr, was das eben war? Seht mal, was jetzt passiert! Au, oh, Weiher! Ah! Gleich hab ich dich! Oh, ich glaubte, ich könnte fliegen. Ich habe mir ein paar Flügel gebaut, die man an den Armen befestigen kann, so wie Ikarus, kennt ihr die Sage? Ich weiß nicht genau warum, aber es hat nicht funktioniert und dabei hatte ich doch alles so minutiös vorbereitet. Wie dem auch sei, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Oh. Was ist mit euch los? Warum starrt ihr mich denn alle so an, Marion? Ist etwa mit meinem Gesicht etwas nicht in Ordnung? Bruder Tuck, hört doch endlich mit dem Unfug auf. Was habt ihr nur? Immer wieder versucht ihr uns weiß zu machen, ihr könntet umherfliegen wie ein Vogel. Aber dann fallt ihr zu Boden wie ein Stein. Seid ihr nun ein weiser Mann oder nicht? Ich beginne daran zu zweifeln. Lasst uns den Tatsachen ins Gesicht sehen. Die Menschen werden nie dazu fähig sein, sich vom Boden zu erheben und zu fliegen. Was redest du da? Du bist nur ein kleiner Junge und verstehst von gewissen Dingen einfach nichts. Wenn man Träume hat und sie sich ganz fest wünscht, werden sie vielleicht eines Tages in Erfüllung gehen. Was ist los mit euch? Habt ihr es vergessen? Ihr müsst Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen haben und an ihre unbegrenzten Möglichkeiten glauben. Ich sag das nur zu eurem eigenen Besten. Wir machen uns Sorgen, Bruder Tuck. Ja, genau. Wir wollen nicht, dass ihr euch verletzt. Wir wüssten dann gar nicht, was wir tun sollen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass die Menschen fähig sind zu fliegen. Du hast recht. Menschen haben keine Flügel, also können sie auch nicht fliegen. Das stimmt nicht. Menschen können von der Erde abheben und durch die Luft schweben. Hab ich euch etwa noch nie davon erzählt? Es gibt da eine Legende von dem fliegenden Schiff. Was? Ein fliegendes Schiff? Ja, ihr habt vollkommen recht. Verstanden. Das fliegende Schiff besteht aus einer Maschine mit riesigen Flügeln, die es in die Lüfte heben. Die Menschen an Bord steuern es und unser Herrgott im Himmel gibt seinen Segen dazu. Das ist unmöglich. Das kann nicht sein. Glaubst du, ich will euch Märchen erzählen? Es schwebt durch die Lüfte über den Wolken, getrieben vom Wind in ferne Länder. Und von dort oben kann man die unendliche Schönheit der Landschaft genießen. Ein fliegendes Schiff. Das wäre das Richtige. Vorwärts, wir kommen! Zur Hölle mit euch, macht den feuerfressenden Drachen fertig!
Elwin, was ist los mit euch? Jetzt bekommt ihr, was ihr verdient habt. Auf geht's! Nicht weg! Hilfe! Gnade, Little John! Das reicht, ich flehe euch an! John, der Große! Du bist so stark! Meine Winifred! Hey, Chefchen, was ist denn mit dir auf einmal los? Nichts. Ich habe bloß gerade versucht, mir das fliegende Schiff so vorzustellen. Hä? Und was ist, wenn es wirklich irgendwo existieren würde? Das wäre wunderbar. Man könnte ganz schnell mit ihm verreisen. Ich gebe alles darum, es einmal zu sehen. Marion. Glaubt mir eines, das Fliegen ist wirklich etwas ganz Besonderes. Bruder Tuck, sagt uns, wo wir suchen müssen, um dieses fliegende Schiff zu finden. Hey, was ist auf einmal mit dir los? Bruder Tuck, seid so nett. Sagt uns doch bitte, wo wir es finden können. Robin, du auch? Was ist mit euch los? Bitte. Sag schon! Los, sagt es! Ist ja gut. Wenn ihr darauf besteht, kommt näher und hört genau zu. Eigentlich darf ich das nicht, aber da ich jetzt schon damit angefangen habe... Ich will die Geschichte mit einem Ratschlag beginnen. Auch wenn ihr wisst, wo ihr das Schiff finden könnt, dürft ihr niemals dorthin gehen. Einer alten Überlieferung gemäß befindet es sich nämlich da oben. Es heißt, das Schiff liegt auf dem Gipfel des höchsten Berges, dort, wo der Wind herkommt. So wird es seit Generationen weitererzählt. Vielleicht ist es nur eine Legende, aber es soll sich dort schon mehrere hundert Jahre befinden. Es ist beinahe ausgeschlossen, dorthin zu gelangen. Es gibt eine Menge Hindernisse, die zu überwinden praktisch unmöglich sind. Und die wenigen, die genügend Glück haben, dort anzukommen, werden nicht dazu fähig sein, zurückzukehren. Sie werden auf ewig zu Gefangenen. Alle, die sich jemals auf dieses Unterfangen einließen, starben in schrecklichen Gletscherspalten, von starken Winden hineingedrückt. Doch nie ist jemand lebend von dort zurückgekehrt. Dass ihr nur nicht auf die Idee kommt, was? Was geht hier vor? Wo sind denn Little John und Robin? Ich glaube, sie sind unterwegs zu dem Berg, über den ihr eben gesprochen habt. Sie wollen bestimmt das fliegende Schiff finden. Wie bitte? Warum folgst du mir? Wo willst du hin? Hast du etwa ein bestimmtes Ziel? Als wüsstest du es nicht. Ich will dieses Schiff mit meinen eigenen Augen sehen. Ich wäre mir nicht so sicher, dass es wirklich existiert. Meinst du? Na, bleib doch zu Hause. Keinesfalls. Ich muss unbedingt die Wahrheit über diese Legende herausfinden. Das will ich auch. Und ich auch. Ihr seid ja wirklich sehr bescheiden. Es nur zu sehen genügt mir nicht. Versteht ihr? Außerdem seid ihr Feiglinge und werdet nie dort ankommen. Ihr werdet Angst bekommen und umkehren. Selbst für mich ist es das erste Mal, dass ich diesen Gipfel erklimme. Bloß weil wir noch nicht dort gewesen sind, heißt das nicht, dass wir aufgeben, ohne es versucht zu haben. Willst du Ärger? Gib nicht so an. Chef, lass uns nicht noch mehr Zeit verlieren. Die anderen sind sonst viel eher oben. Los, beeilt euch! Auf geht's! Kommt schon, hier entlang! Hey! Matsch und ich nehmen eine Abkürzung, aber lasst euch ruhig Zeit. Es gibt keinen Grund zur Eile. Los, komm schon. Jawohl! Was für eine Abkürzung. Nein, Robin, lass uns auf diesem Pfad bleiben. Hier kommen wir sicher ans Ziel. Schon möglich, aber ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass sie das Schiff vor uns erreichen. Ich habe nämlich keine Lust, von Little John verspottet zu werden. Aber Robin... Marion, du kannst dir ruhig Zeit lassen. Ich komme mit, Will. Warte. Ja. Ja! Robin, Will! Marion! Ab hier wird der Weg ziemlich steil. Allein weiterzugehen wäre zu riskant für dich. Folge uns lieber. Aber sie verschwinden einfach. Oh, wie gemein, ein Mädchen an so einem Ort alleine zu lassen. Da ist der Ausgang. Dann los. Hey, Little John. Ich bin vor euch da. Wir werden sehen. Robin, sei vorsichtig! Pass gut auf dich auf, Little John! Chef, da musst du dir was einfallen lassen. Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Wie sollen wir denn jetzt weiterkommen? Das schaffen wir doch nie! Oh,
Die Strömung ist viel zu stark. Wenn wir rüberschwimmen, riskieren wir höchstwahrscheinlich unser Leben. Da oben gibt's eine Möglichkeit. Wir müssen versuchen, den Fluss zu überqueren. Ich habe Angst. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Hey! Wenn du Schiss hast, zwingt dich niemand mitzukommen. Ich werde dich nicht mal dafür auslachen. Wer sagt denn, dass ich Schiss habe? Den werde ich's zeigen. Und los! Will, sei vorsichtig! Alles überhaupt kein Problem. Pass auf, Will! Ja. Keine Sorge, Will schafft das schon. Der Wasserfall ist so klein, man kann ihn gar nicht als solchen bezeichnen. Robin! Sieh zu, dass du das fliegende Schiff findest! Hey, mach dir nichts draus, einer weniger. Ich gäbe etwas darum, zu dem Fluss zurückgehen zu können, den wir vor einer Weile passiert haben. Doch, ich kann nicht mehr. Hey du, Schlappschwanz, steh auf! Das darf doch wohl nicht wahr sein, einfach so aufzugeben. Chefchen, ich kann nun mal nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Lass uns etwas ausruhen. Du kleiner Trottel, weißt du, was du bist? Eine Schande für uns Banditen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich werde allein weitergehen. Steh sofort auf! Wir gehen weiter! Wir gehen weiter! Glück gehabt. Ja, um ein Haar. Wo ist denn eigentlich Matsch? Ist er nicht bei dir? Nein. Oh, wo ist er? Oh, viel Glück, Chefchen! Von wegen müde. So schnell kann der noch laufen. Noch einer weniger. Jetzt sind wir nur noch zwei. Beide euch denn nur so lange rumgetrieben? Marianne! Wie hast du es bloß geschafft, so schnell hier raufzukommen? Ich würde so fragen, wie habt ihr es geschafft, nach mir hier zu sein? Wenn ich es mir genau überlege, also... Und wo sind Will und Mudge geblieben? Die wollten lieber wieder zurückgehen und haben eine Wette abgeschlossen, wer als erster zu Hause ankommt. Das finde ich ja lustig. Das bedeutet also, dass wir von nun an nur noch zu dritt sein werden. Was machen wir jetzt? Die Schlucht ist viel zu breit, um über sie hinwegzuspringen. Du denkst, wir sollten zurückgehen und einen anderen Weg nehmen? Ich gehe dann schon mal. Lasst euch ruhig Zeit. Ja. Das werde ich auch tun. Ja. Robin, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Jetzt probier du es. Es ist nicht so gefährlich, wie es aussieht. Ich bin gleich bei euch. Ich wusste gar nicht, dass sie sich vor Schlangen fürchtet. Ich auch nicht. Ach, ich glaube, ab jetzt wird es nicht mehr sehr anstrengend sein. Sieh mal, der Nebel da drüben.
Wenn der hier oben ankommt, haben wir keine Chance mehr. Wovor fürchtest du dich schon wieder? Wenn du vor dem bisschen Nebel solche Angst hast, dann kann ich auch alleine weitergehen. Ich habe nicht gesagt, dass ich Angst habe. Wer es glaubt, wird selig. Little John, warte. Es wäre vernünftiger, wenn wir zusammenbleiben. Vernünftiger? Das soll wohl ein Witz sein, du Kobold. Hör auf, Little John. Verdammt! Halt! Vielen Dank. Das war auf jeden Fall sehr Kanapo. Ziemlich stürmisch heute. Ich habe das Gefühl, da oben ist das Ende der Welt. Wir sollten hier besser verschwinden. Es ist zu riskant. Das geht nicht. Wir müssen weiter oder einfach aufgeben. Lass uns weiterklettern. Ich will auf den Gipfel. Na gut, aber du gehst voran. Und für den Fall, dass du ausrutschst, bin ich hinter dir, um dich festzuhalten. Dann bist du sicher. Abgemacht. Wir haben es geschafft. Na endlich. Sieht aus wie ein Turm. Kannst du mir mal sagen, was das da darstellen soll? Vielleicht hat es die Mannschaft des fliegenden Schiffs erbaut. Ach so, ein Hauptquartier oder ein Hafen. Was? Ja, genau, das wird es sein. Dort sind sie bestimmt, die Leute vom fliegenden Schiff. Wir sollten erst mal versuchen, da reinzukommen. Erst mal? Ganz ehrlich, Robin, ich sag dir was. Irgendwie habe ich etwas Angst. Was schlägst du vor? Was sollen wir am besten unternehmen? Das fragst du mich, keine Ahnung. Keine Ahnung? Das ist ja mal ganz was Neues. Wir müssen um Hilfe rufen und darauf hoffen, dass uns jemand rettet. Du willst um Hilfe rufen? Und wen, wenn ich fragen darf? Außer uns gibt es hier keine Menschenseele weit und breit. Ich hab's! Wir versuchen ganz einfach, die Mannschaft von dem fliegenden Schiff zu finden. Kommst du darauf, dass die hier in der Nähe ist? Naja, ich habe mir gedacht, wenn es wirklich existiert, dann muss es doch auch eine Mannschaft geben, meinst du nicht? Du hast recht, versuchen wir es. Die leiseste Antwort. Ich befürchte fast, da ist niemand. Du hast schon wieder recht. So ein Mist. Was können wir denn sonst noch versuchen? Halt dich fest! Wo sind wir denn gelandet? Am Wald.
Oh, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Was war das denn schon wieder? Wir das tat schon weh. Wieder was falsch gemacht. Und was soll das werden, wenn es fertig ist? Bruder Tuck, du musst uns beibringen, wie man fliegt. Mit diesem Gerät? Das wird nicht klappen. Aber wir wissen, dass es irgendwie geht. Wir haben ein ähnliches Gerät fliegen sehen. Also haben wir versucht, es nachzubauen. Redet doch keinen Unfug. Glaubt ihr tatsächlich, dass so etwas fliegen kann? Ein fliegendes Schiff braucht Flügel, so wie die Vögel sie haben. Mal ehrlich, Schäffchen, sag mir die Wahrheit. Habt ihr vielleicht alles nur geträumt? Wer wagt es, an meinen Worten zu zweifeln? Vielleicht habt ihr aus Versehen den Mond für ein fliegendes Schiff gehalten. Marianne, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Stimmt's? Allerdings. Sowas gibt es nicht. Das ist völlig unmöglich. Mhm. Was ist passiert? So habe ich euch noch nie erlebt. Ihr macht auf einmal den Eindruck, als wärt ihr die besten Freunde, ihr zwei. Robin, komm. Kümmere dich nicht um sie. Wir müssen das fliegende Schiff weiterbauen. Genau. Vielleicht sollten wir es leichter machen und mit Seidenstoff verkleiden. Was meinst du, Little John? Willst du damit sagen, dass... Wir müssen doch wohl das bestmögliche Material auftreiben. Und was glaubst du, wie man sonst so eine prima Decke bekommt? Was? Du hast sie... Natürlich habe ich sie gestohlen. Du bist ein Dieb. Du Vollbutze. Pass bloß auf. Hey, Robin. Ich nehme alles zurück, das mit den besten Freunden. Macht's gut, Freunde. Ich gehe nach Hause.